Du bist ja nicht zum ersten Mal an den Swiss Music Awards. Was hast du das Gefühl, das Jahr, auf was freust du dich am meisten? Ich freue mich bei den Swiss Music Awards halt am meisten darauf, dass man alle mal wieder sieht. Das ist so ein Anlass, wo man all die Künstler und alle, oder wo man so die ganzen Jahre über kennengelernt hat, die sind alle da. Das Klassentreffen eigentlich wieder. Das ist halt wirklich cool, weil irgendwie alles nicht mehr so beschäftigt und so busy, dass man einfach mal die Chance hat, alle mal wieder Hallo zu sagen und dich mal kennenzulernen überhaupt. Endlich! Also, das sage ich jetzt nicht auf der Kamera und so. Ich meine, seit 4 Jahren oder so bei Joyce und du hast die ganze Zeit mit anderen Moderatoren Interviews gemacht und ich habe immer so gedacht, so, das darf nicht wahr sein. Ich sage, ich will nicht mit dir. Jetzt bist du halt einfach da, jetzt kann ich halt nicht anders. Oder du hast dir das Beste zum Schluss aufgespart. Oder so, aber ich hoffe, es ist nicht der Schluss. Also für keinen von beiden. Ich hoffe es auch nicht, Treffen wir uns mal zu einem schönen Kaffee und dann tue ich mal deinem Hirn ein bisschen rumgusseln. Ist gut? Super, perfekt, gut. Das machen wir. Perfekt, so machen wir Freunde auf dem Red Carpet. Danke vielmals, Stefanie Heinzmann. Ich wünsche dir ganz viel Spass und wir sehen uns vielleicht nachher ja beim Aperol oder irgend so. Okay. Stoßen wir auf unsere neue Freundschaft an. Sehr gut, das machen wir. Super, merci vielmals. Danke, Steffi.